Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute mache ich etwas super Ausgefallenes. Salat im Brötchen. Ihr braucht dafür Gurke, Karotten, Tomaten und Brötchen oder auch diese Panini und ein klein wenig Essig und Öl. Steht wirklich unter jedem unserer Videos. Oh Gott, wie du wieder schneidest. Die Gurken werden in kleine Würfel geschnitten, die Karotten in kleine Scheiben und die Tomaten werden auch klein geschnitten. Dann kommt alles zusammen, wird mit Salz und ein ganz klein wenig Pfeffer vermengt. Dann kommt noch ein kleiner Schuss Olivenöl und Essig drüber. Das Brötchen schneidet ihr dann nämlich oben auf und hüllt es ein klein wenig aus. Und dann kommt da der Salat rein. Und dann könnt ihr es fast wieder so ein bisschen zumachen. Ich finde, das ist ein sehr cooles Rezept. Ja, wer nicht scharf ist, ist selber schuld, ne? Die Spannung steigt, weil jetzt will ich mal wissen, wie sich das tatsächlich essen lässt. Also, ich meine, es sieht ja schon traumhaft aus, aber funktioniert das auch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Hat ein bisschen befürchtet. Beim Essen müsst ihr ein bisschen Acht geben, aber es sieht wirklich schön aus. Es macht optisch total was her. Und es schmeckt auch anders, als wenn ich Brot mit Salat esse. Ich glaube, demnächst werde ich das mit Wurstsalat mal ausprobieren. Ich lasse mir jetzt mal Salat schmecken und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, Pussy. Muah.